Und da bin ich wieder mit Let's Play Dragon Quest 6. Wir sprechen jetzt mal hier den kleinen Zwerg an. Vielleicht, jetzt muss er uns helfen. Ja, das hier genügt mir voll auf. Nun, wonach habt ihr mich nochmal gefragt? Hm? Ah, der Spiegel des Ra, hä? Genau. Hm, Spiegel des Ra. Nun, hm. Sorry, Jungs. Jetzt sag mir nicht, du weißt das nicht. Davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nichts gehört. Ich bin so hilfreich wie ein Klotz am Bein, hä? Ja. Was? All die Arbeit für nichts und wieder nichts, Zwerg? Ich ramm dich ungespitzt in den Boden. Ganz ruhig, Schnitz. Moment, Moment. Beruhigt euch, hä? Wie wär's, wenn ich euch stattdessen etwas über die Alles-Neu-Abteil erzähle? Ich meine, Alles-Neu ist auch ein A drin, nicht wahr? Das ist doch fast genauso gut, hä? Nein. Hä? Das ist doch besser als nichts. Ihr könnt mir später doch danken. Ich habe diesen Ort noch nie mit eigenen Augen gesehen, aber mein Uropa war vor Jahr und Tag mal da. Er erzählte mir von einem riesigen Tempel in den Hügeln östlich von hier, jenseits des großen Flusses. Er hat das alles sehr blumig beschrieben, wahrhaftig. Ich bin sicher, es muss die Alles-Neu-Abtei gewesen sein. Hier, ich verrate euch sogar, wie man über den Fluss kommt. Das ist ein extra Service für euch, hä? Geht von hier aus Richtung Osten und haltet nach einer Lichtung zwischen den Bäumen Ausschau. Ihr werdet in der Nähe einen Tunnel finden, der unter dem Fluss hindurchführt. Es mag eine Weile dauern, ihn zu finden, aber er ist da. Ich wette, jetzt seid ihr froh, mich getroffen zu haben, hä? Naja, sagen wir, wir haben den nächsten Hinweis, wo wir jetzt hin sollen. Das ist aber auch schon alles. Insofern, ja gut, es war jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, aber hey, es hätte schlimmer sein können. Jetzt müssen wir nur erstmal diese Lichtung finden, von der der Kerl geredet hat. Und wir sollten natürlich die Viecher ausmerzen hier. Aua, der macht ja richtig Schaden. Ich finde die Abwehrstellung von den Viechern irgendwie so genial, dass sie haben einfach so stumpf den Rücken zu drehen. Oh, wir hatten eine höhere Stufe wahrscheinlich. Ja, Schnitz. Schnitz erreicht die Stufe 10. Stärke plus 4, Alter, der ist echt voll auf Stärke. Irgendwo ist hier doch jetzt diese Lichtung, oder? Hier soll doch irgendwo so ein Tunnelpfad sein, oder? Ist er vielleicht... Er meinte von hier östlich, also eigentlich direkt vom Haus östlich und das haben wir gemacht. Ist das vielleicht die Lichtung? Das da, das kleine? Nee. Ich check das nicht. Ich bin, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu doof für sowas. Okay, E.mon 14. Ich würde sagen, das ist ein Übersetzungsfehler. Das Viech heißt im Übrigen Blasenschleim. Okay. Das ist wohl die erste wirkliche Macke in dem Spiel, dass, das Viech da E.mon 14 heißt. Es ist auf jeden Fall ein Blasenschleim, das kann ich euch sagen. Ja. Pff, sagen wir, ich glaube, wir werden es jetzt überleben, dass da irgendwie ein Name nicht richtig übersetzt wurde. Auch wenn es nervig ist. Naja. Was soll's. Das war jetzt eine Meisterleistung, würde ich sagen. Wenigstens hat er daneben gehauen. Und er auch. Ich gehe jetzt erstmal noch wieder ein bisschen in Richtung Süden und schau mal, ob ich da irgendwie... Also ich gucke mir jetzt einfach mal das Ganze hier an. Weil er meinte ja, der Pfad wäre nicht ganz leicht zu finden. Vielleicht... Aber da kann man nicht runtergehen hier. Oder? Nee. Nicht wirklich. Womit ich wirklich Probleme habe, hier irgendwie auf dieser großen Karte dann irgendwie so eine kleine Lichtung zu finden oder so. Oder das war ja auch, als ich diesen komischen Kerl mit der Krone, der die basteln sollte, halt gesucht habe. Da habe ich ja aus Prinzip wirklich nicht gesehen, dass man da irgendwie, dass dieses Loch im Boden irgendwas zu bedeuten hat. Das ist irgendwie, also das finde ich hier ein bisschen seltsam gemacht, so teilweise. Das Spiel ist toll, aber das ist,
Das ist etwas unglücklich, finde ich. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwo so einen Betreten-Button? Ich weiß auch nicht. Ansonsten, ich schaue nämlich mich gerade hier mal um, aber ich glaube, meine... Nee, die Spielanleitung ist hier jetzt. Die liegt, glaube ich, in dem Schrank, wo die anderen DS-Spiele auch sind. Okay, da geht's auch nicht weiter. Und da oben auch nicht, so wie es aussieht. Oh Gott, wie viele Viecher wollen denn da noch kommen, ey? Bald habe ich wieder ein höheres Level oder so. So. Aber Schnitz braucht echt deutlich weniger Erfahrung. Der ist jetzt auch schon auf Stufe 10. Und wenn man sich das mal überlegt, Amarok war Stufe 7 oder 8, als wir ihn gekriegt haben. Ich glaube 7. Und Schnitz ist jetzt hat jetzt dieselbe Stufe wie Amarok. Also das ist schon eine ganz schöne Leistung. Blasenschleim und Schädelruß. Ach ja. Nehmen wir das mit dem Blasenschleim als Easter Egg oder so. Ich gehe hier nochmal kurz zu ihm hin und höre mir nochmal an, was er genau gesagt hat. Wenn ich nicht weiterkomme, dann immer nochmal. Ich habe diesen Ort noch nie mit eigenen Augen gesehen, aber mein Uropa war vor Jahren und Tag mal da. Er erzählte mir von einem riesigen Tempel in den Hügeln östlich von hier, jenseits des großen Flusses. Er hat das alles sehr blumig beschrieben, wahrhaftig. Ich bin mir sicher, es muss die alles neue Abtei gewesen sein. Hier, ich verrate euch sogar, wie man über den Fluss kommt. Das ist ein extra Service für euch, hä? Geht von hier aus Richtung Osten und haltet nach einer Lichtung zwischen den Bäumen Ausschau. Ihr werdet in der Nähe einen Tunnel finden, der unter dem Fluss hindurchführt. Es mag eine Weile dauern, ihn zu finden, aber er ist da. Ich wette, jetzt seid ihr froh, mich getroffen zu haben, hä? Eine Lichtung zwischen den Bäumen. Ich muss, glaube ich, einfach in diesem Wald da auf und ab gehen, solange bis ich dann irgendwo reinkomme, oder? Muss doch irgendwo diese blöde Lichtung sein. Sonst wird das wieder ein Trainingspart hier. Und ein Rumsuchpart. So. Zwischen den Bäumen. Rebell? Jetzt sind wir anscheinend schon auf diesem komischen, sandigen Untergrund gelandet. Sagt mir der Hintergrund wenigstens. Sag mir mal was. Super! Eine Mission vom Chef persönlich. Wir ziehen hinaus in die Welt, Amarok. Er hat sich die richtigen Kerle ausgesucht, ei? Der Spiegel des Ra gehört so gut wie uns. Nee. Sag mir lieber, wie ich in die Lichtung komme. Muss irgendwo eine Lichtung sein. Bin ich jetzt völlig doof? Das mit dem Blasenschleim geht mir echt ein bisschen auf den Keks. Naja.
Naja, das Spiel ist ansonsten eigentlich perfekt übersetzt, also genau vom Wortlaut wie in der anderen. Amarok sucht den Boden ab. Was für ein Glück! Amarok findet einen geheimen Durchgang. Hineingehen? Ja! Ich habe jetzt Marathon auf A gedrückt. So findet man den Durchgang also. Das. Also ich, wenn ich. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie man sowas findet. Gut. Das ist gut zu wissen. Wobei mir einfällt, ich wollte immer noch mal in dieses komische. In dieses Monster-Minergie gucken. Irgendwo in der Wildnis zu öffnen. Aber ich bin in der Wildnis. Gucken. Scheint es sich um einen Gegenstand zu handeln. Das ist ein seltsamer Foliant, der alle Monster aufzeichnet, denen du je im Kampf begegnet bist. Dieses Objekt kann man wohl immer wieder benutzen, aber wahrscheinlich wird sich kein Ladenbesitzer finden lassen, der einem so etwas abkauft. Ich will es ja auch nicht verkaufen, aber. Okay. Ich sollte nicht auf diesen Knopf drücken. Oh, Bronzeschild. Ich gehe davon aus, dass der Bronzeschild besser ist als. Der Schuppenschild. Achso, der wird da drin gelandet. Ja, da ist er. Gucken. Scheint es sich um so etwas wie ein Schild zu handeln. Dieses Objekt wirkt wohl nichts Besonderes von einem Kampf. Wie es scheint, können sich alle Mitglieder der Gruppe damit ausrüsten. Boah, 277? Aber ich schätze, ich muss das irgendwo hin transferieren, oder? Ich gebe das mal zu Amarok. Gegen Heilkraut, genau, ja. Ich hoffe, das war jetzt auch besser. Das Bronzeschild gibt. Ja, es hat 4 mehr Verteidigungspunkte gegeben. Okay. Gut. Ich hasse verwinkelte Gänge. Schmucke. Okay. Schmucke schlafen. Die schlafen jetzt aber nicht alle, oder? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn meine Gegner schlafen, aber irgendwie mutet das doch etwas seltsam an. Einer schläft, der andere wägt die Situation ab. Ja, das, so lässt sich's leben. Ah, da geht's schon runter. Ich glaube, da oben ist eine Sackgasse. Das ist echt, die sind echt. Die schlafen. Okay. Aber der nicht. Oh Wunder, nur einer von ihnen schläft. Ich frage mich echt, was das, ob das irgendwie noch einen späteren Mal einen besonderen Sinn hat, dass die schlafen oder ob die einfach nur so schlafen. Da unten oben ist aber nichts mehr. Oh, die schlafen nicht. Oh Wunder. Aber die halten ganz schön was aus, finde ich. Wenn man sich das mal so anguckt, ja. Kann man nicht leugnen. Hilfe, langer Weg. Gehen wir mal wieder hoch. Düdüm. Ja, ich bin gerade total. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, damit ich mich jetzt nicht verlaufe. Ich bin bei sowas eigentlich echt so schlecht. Da ist eine Sackgasse. Dann gehe ich jetzt hier lang. Oh Gott, 5 Zornzwiebeln. Das sind ganz schön viele, würde ich mal sagen. Na gut, sie halten zugegeben nicht viel aus. Oh. Heilkraut. Okay. Ich würde sagen, wir cutten jetzt hier auch erstmal wieder und schauen uns dann im nächsten Part mal an, welcher von diesen Wegen jetzt endlich an die Oberfläche führt. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!